Entschuldigung. Ah, mir geht's gut. Ja, ich habe im letzten Jahr gut verdient. Firma blüht, der Export läuft. Kurz, ich kann mir einfach ein paar feine Dinge leisten. Ich könnte sogar abgeben, wenn ich wollte. Der Einzige, der nichts kriegt, ist mein Bruder. Er ist arbeitslos und sauer, dass ich Geld habe und er keins. Das Einzige, was ich nicht habe, ist eine Frau. Freunde von mir sagen, dass ich aussehe wie ein Metzger. Aber jetzt, da hole ich mir eine. Hi! Na? Wie wär's? Wollen wir ein Eis essen gehen? Bitte, nee, komm, wir verabschieden. Ja. Hi! Entschuldigung, ich muss mal. Nein, Mutti, ich kann jetzt nicht. Nein. Ja, Mutti, ich komm vorbei, ja. Ja. Tschüss! Hi. Hi. Ich liebe dich. Willst du mich heiraten? Spinnst du? Verpiss dich. Du siehst aus wie ein Metzger. Können Sie mich ein Stück mitnehmen? Ja. Darf ich fahren? Dankeschön. Normalerweise fahre ich ja nicht mit jedem mit, aber Sie sehen so vornehm aus. Außerdem habe ich das Gefühl, Sie zu kennen. Es geht mir genauso. Und? Was ist jetzt hier? Es ist so wunderschön hier. Ja? Was ich sagen will, ist, wissen Sie, ein Mann wie ich, einer, der, ja, man könnte sagen, der alles erreicht hat, der braucht doch eine Frau. Wissen Sie, meine Mutter, die sagt ja auch immer... Jedermann braucht eine Frau. Eine, für die es sich lohnt zu arbeiten, nicht wahr? Was soll ein Mann arbeiten, wenn er nicht weiß, für wen? Wenn er nicht abends, nach getaner Arbeit, in sein wohliges Nest zurückkehrt? Ein kühles Bier oder ein Glas Wein zum Empfang? Eine zärtliche Umarmung? Wofür, wenn nicht für das? Schön lecker ein Blasen? Ich sehe schon, wir verstehen uns. Händchen halten darfst du später, ja? Oh, guck mal! Die schönen Blumen. Wo? Da, die gelben. Ich
Ich hol dir welche. Danke. Es haut ab. Lass mich in Ruhe. Du? Warum hast du das gemacht? Warum bist du bei mir eingestiegen? Ich kenne sie nicht, Simetzka.